Ja, dann mache ich das mit dem Schlachtruf Medikus. Okay. stopp, dann möchte ich vor Travigor vorziehen. Um Travigor das Spiel einfach zu machen. Aktion Eisschwert aufheben. Aktion Stabzauber auslösen. Aeolithus aus dem Stabzauber, um ihn hier umzuwerfen, dass Travigor ihn so richtig fertig machen kann. Okay. Ja, hoppala, das war falsch. Das ist auch ein Sturmangriff. Dann schauen wir mal, die anderen anreitenden Dämonenfürsten würfeln mal eine Mutprobe und eine Klugheitsprobe. Das erste ist die Mutprobe und das zweite ist die Klugheitsprobe. Und während ihr gerade die Kurzbogenschützen ebenso... Hast du schon deinen Sturmangriff gewürfelt? Nee, ne? Nee, warte mal kurz. Ich finde gerade meinen Top-Server oben nicht. Das ist auf jeden Fall gelungen. Dann darf der Dämon, ja, hier, eine Körperkraft, diesmal aber plus 10 oder 11 machen. Ich gucke gerade kurz nach. 10. Eine Körperkraftprobe plus 10? Das schafft er nicht. Der Dämon fällt um. Ja, und dann kann Travigor den am Boden liegen schlachten. Dann ein Angriff auf den Boden, das ist eine minus 5, kann das sein? Richtig. Ja, dann hau mal den Sturmangriff mit einer minus 5 ihm ins Gesicht. Minus 41 ist nicht richtig. Da stimmt was nicht. 15 minus 1, also geschafft auf jeden Fall. Ja, 15, das sollte passen, ja. Also einmal eine plus 4 für den Sturmangriff und eine minus 5 ist insgesamt eine minus 1. Du wirst auf die 18 treffen, 15 liegt. Was? Kannst du Schaden machen? Einmal plus 4 und dann durch deine halbe Geschwindigkeit. Und das ist der. Hat er noch keinen Schaden bekommen? Selbstbeherrschungsprobe. Kann stehen bleiben. Hui. Also er kann liegen bleiben. Travigor ist durch, Kasim hat er vorgezogen, Perjin ist am Boden. Er versucht zu fliehen. Und die anderen Reiter drehen rum und sind immer noch beritten, würden ebenso fliehen. Wollt ihr die Flucht weiterhin aufhalten? Nein. Nein, ich breche den Zauber ab und möchte heilen. Okay. Wenn das Adrenalin vom Kampf... Ja, der verfluchte Dämon steigt auf sein sechsbeiniges Pferd, lädt seinen Schädeldämon weiter irgendwie auf, schmeißt ihn hinten rüber und die Kurzbogenschützen werden ebenso versuchen, aus dem Markt auszubrochen. Wenn ihr einmal durch den Marktstand blickt auf die andere Seite des Tores, könnt ihr sehen, dass das Dorf in Flammen gehüllt ist, in dicken Rauch und die Dämonen... Eine wirkliche Flucht ist es nicht. Zumindest diese hier fliehen, die anderen ziehen sich geordnet zurück in Richtung der Brücke nach oben, in Richtung Norden oder nach Nordosten. Ihr blickt auf das Chaos, was binnen weniger Augenblicke entstanden ist und seht, wie die Sonne weiter blutrot am Horizont untergeht. Diese ehrlosen Hunde! Kümmert euch nicht um meine Wunden, kümmert euch um die Dorfbewohner. Kasim sammelt sich kurz, nachdem das Adrenalin des Kampfes nachgelassen hat, blutet aus vielen, aber nicht besonders schweren Wunden, in Summe sieht aber ziemlich fertig aus, schließt einmal kurz die Augen, beißt die Zähne zusammen, öffnet sie wieder und kniet dann vor den verfluchten Dämonen ab. Jetzt will er wissen, was mit denen los ist und untersucht die. Perjin, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 9, ne? Kasim hat noch 5? Nee, Perjin. Ja, ich habe noch 9 Lebenspunkte. Du bist okay. Wegen einer Selbstbeherrschung zusammengebrochen, oder warum? Wegen der Selbstbeherrschung, ja. Ja, okay. Okay, gut. Also nicht tödlich verwundet, aber zumindest kann Tau dann neben dir abknien. Beziehungsweise, dann. Ich habe nochmal nachgerechnet, ich habe eigentlich 12 Lebenspunkte. Ich hatte... Aber normalerweise mit Eisern kannst du auch bis einen Lebenspunkt kannst du auch kämpfen. Ja, wie gesagt, das wusste ich nicht. Ja, passt. Alles dachte, gut. Ich hätte 2 gehabt. Nee, alles gut. Dachte, ich hätte 2 Wunden nämlich. Hast du Wunden? Eine, ja. Gut, ich habe eine Wundschwelle von 9 und hatte 12 Schaden bekommen.
Gut, das erschwert nicht meine Probe um 2. Heilkunde Wunden erstmal profan. Heißt, Erstversorgung gelingt. Mit 15, nee, mit 19 Max-Erschwernis. Du hast noch 12 Lebenspunkte. Ja. Da ich die eine Rüstung nicht mit eingehe. Schnittwunden? Ist das eine Schnittwunde? Ja. Also, ich wurde ja mit einer Axt angegriffen, oder? Ja, das wird definitiv eine Schnittwunde sein, ja. Wunderbar. Plus 2, minus 2 ist neutral. Das heißt, normale Wundversorgung. Dann. Schön. Ich möchte die 20 chippen. Es sind dann alle Punkte über. Das sind das alle 14 Punkte über. Dann kannst du den Regenerationsbonus von 7 Punkten für die Nacht aufschreiben. Für die nächste Regenerationsphase. Was tun derweil die anderen? Das könnt ihr euch wieder sammeln. Kasim hatte sich abgekniet neben den anderen. Priodur und Geron treten an euch heran. Der Travigor kann ebenso heranhumpeln. Travigor. Ich muss sagen, meine Heiltränke sind leider ausgegangen. Travigor, setz dich. Kannst ja kaum noch stehen. Also gut, aber wir müssen uns um die Dorfbewohner kümmern. Um das ja, Dorf, es steht in Flammen. Ja, aber du hilfst auch keinem mehr, wenn du nicht mehr gehen kannst. Ihr habt ja recht. Bruder, Schwester, Tau, ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Kein Problem, Schmerz reinigt. Habe ich von einem Prioten gelernt. In der Tat, der Schmerz ist eine wertvolle Erfahrung. Was war dies für ein sonderbares Gezücht? Ich habe noch nie bogenschießende Dämonen gesehen. Mhm. Kasim kniet gerade vor dem und... Kasim kann mittlerweile abgekniet sein und den Kopf des Dämons entfernt haben. Euch fällt auf, dass es sich dabei wohl nur um einen Helm handelt, der mit allerlei Geweihstücken verziert worden ist. Vielleicht ein Hirschgeweih oder sowas, die dann Dämonenhörner vorgaukeln sollen. Er ist sehr martialisch. Unter dem Helm, unter dem Kopf, kommt das bärtige Gesicht eines tätowierten Torwalers zur... ans Licht. Vorschein. Das waren gar keine Dämonen. Die haben gekämpft wie welche. Ich fühlte es, aber ich konnte es nicht glauben. Idioten. Ich zeig mal mit dem Arm, mit dem Pfeil drin auf den Toten. Dieses Gezücht. Was denken sie sich nur? Wo haben sie die Rösser her? Sechsbeinige Rösser habe ich hier nicht gesehen oder nicht vermutet. Stimmt, die Pferde, die waren doch auf jeden Fall irgendwie unnatürlich. Sie werden wahrscheinlich jemanden im Hintergrund gehabt haben, der sie ausgestattet hat. Ich glaube nicht, dass mitten am Festland Torwalle auf die Idee kommen, Städte anzuzünden. Oh, ich hörte von diesen Wesen Kreaturens Ohren, unheilige Wesen aus dem Domäne der Versucherin, der Leiber. Oh ja. Das sah eher aus, als hätte jemand ein Pferd mit einem, vielleicht einem Yashnatam gekreuzt. Die tauchen aber nur sehr, sehr weit im Norden auf. Ihr solltet diese Namen nicht nennen. Sie bringen Unglück. Ruft sie nicht herbei, willentlich. Das ist richtig für die Namen der Erzdämonen. Ihre Diener sind nur Gewürm. Das gleiche gilt auch für ihre Diener. Nennt ihre unheiligen Namen nicht. Gut. Kasim richtet sich wieder auf, stützt sich auf den Stab ab. Kasim, was ist mit euch geschehen? Braucht ihr auch Unterstützung? Ich kann das nicht verneinen. Dann setz dich. Kamil, wer das Kettenhemd ausziehen, dann kann ich vielleicht den einen oder anderen Brand löschen. Ja, ich helfe dir. Ich stehe auf und
humpel auch zu Travigor und werde ihm auch helfen, das Kettenhemd auszuziehen. Hab Dank. Kasim setzt sich auf die, wie ihm geheißen wurde, halt auf die Leiche des Nicht-Dämons und lässt sich verarzten. Du warst bei 5 Lebenspunkten unten, oder? Ja, aber ich habe keine Wunde. Okay, trotzdem pumpe ich dir jetzt den Balsam rein, das ist zu wenig. Aber ich spar Kosten. Wenn du dich für den Balsam berührst, hat eine sehr niedrige Körpertemperatur. Und Tau fängt in einen Singsang und betet noch zu Zar und Saneris. Und schön gelungen. Dann gebe ich dir 10 Lebenspunkte zurück. Gerade nur 7. Schön. Und ihre Klingen, die waren doch irgendwie frostbesetzt oder so. Das ist doch auch nicht natürlich. Das ist doch alles nicht natürlich. Nein, das mit dem Eisschwert war ich. Ihre Pferde. Ja, ich stehe gerade an einem Huf, wo sie angehalten haben. Also Hufe sehen anders aus. Ist der Boden da noch gefroren? Ja. Können wir eine Fährtenlesenprobe machen? Ja. Kasim geht da mal hin und untersucht das so ein bisschen, ob er da irgendwelche Anzeichen für schwarzes Eis findet. Und bei Gelegenheit kann ich gerade auch eine Fährtensuche schmeißen. Genau, können natürlich alle machen. Fährtenlesen, Natur. Kaido, wurdet ihr erwischt? Nur dieser Fall. Wenn ihr so freundlich werdet, ihn herauszuziehen und die Wunde zu verbinden. Nicht schön aus. Es ist nur ein Pfeil. Ja, trotzdem. Der Preis ist so gibt leicht. Und der Preis nimmt. Trotzdem. Pfeile im Körper. Ich verwende Nadeln. Das ist viel angenehmer. Entspannt. Nun zieht einfach diesen Pfeil heraus. Ja, ja. Ich mach schon. Eben das Seine. Vielleicht waren ihm Nadeln zu klein. Ah, viel, viel besser. Ihr seid recht fachkundig, wie ich feststellte. Ja, das lernt man. Solche Leute, eine sehr, sehr zahlgefällige Lehrmeisterin. Solche Leute brauchen wir in der Wildermark. Heiler. Nicht nur für die Lebendigen, auch für die... Nicht mehr können. Für die Gebiete, die von den Dämonen verseucht wurden. Aber hier ist noch viel zu tun. Und Krankheiten wüten ebenso. Pravis möge euch beschützen. Ich hoffe eher, dass Zar lächelnd auf mich herabsieht als Praios. Sie sind alle eins. Sie sind eine Familie. Sie sind eine Familie, aber Praios sieht nicht so gerne, wenn ich mit Magie heile. In der Tat. Ihr solltet profan heilen, um ihn nicht zu erzürnen. Ja, aber es ist teilweise dauert es länger. Das tut nicht zur Sache. Und Gliedmaßen wieder anwachsen zu lassen, ist leider nur mit Magie möglich. Der Herr Praios gibt und der Herr Praios nimmt. Da gibt Boron nimmt. Kasim hat sich gerade vom Boden abgekniet, wo einer von den Hufen waren. Und hat offenbar irgendwas Kleines zwischen Zeigefinger und Daumen. Ich habe hier was gefunden. Hat das vielleicht schon mal jemand von euch gesehen? Ich trete ran und schau mir das an. Zeig mal her. Das ist eine kleine Schuppe. Und irgendetwas. Schuppe. Nein, ich habe sowas noch nie gesehen. Aber Bruder, Schwester Kasim, seht ihr auch, wo die hinlaufen, die Spuren? Kasim zeigt auf das Tor. Nach hier. Da lang. Gut, dann habe ich das auch richtig gesehen. Sie sind aus diesen Bergen gekommen, oder? Aus dem Morast.
Wir sollten erstmal irgendwie die Dorfbewohner organisieren und schauen, wen wir hier noch helfen können. In der Tat, wir sollten ihnen helfen. Wie sieht's hier auf dem Platz aus? Sind da noch viele, zumindest halbwegs Lebende? Hat jemand von euch eine Idee, was man an Pferde unten oder so dranhängen kann? Die hatten unterschiedliche Beine. Unterschiedliche Beine? Die normalen Pferdebeine haben normale Spuren hinterlassen. Er zeigt auf eine Spur auf dem Boden. Und die Zusatzbeine, Nummer 5 und 6, zeigt auf so eine vereiste Spur, haben solche Spuren hinterlassen. Also normale Spuren ist nicht ganz richtig. Die normalen Spuren werden ja so halbrund, hufeisenförmig, und die Hufspuren sind künstlich rechteckig geworden. Das könnt ihr noch erkennen. Also ein normaler, hättet ihr die Pferde so nicht erkannt und hättet ihr gedacht, dass es Dämonenpferde sind, dann ja, also Hufe sind normalerweise nicht rechteckig. Ach so, das ist bei allen so, dass es rechteckig sind. Genau. Ah, ich dachte nur die Eisspuren. Nee. Okay. Das sind sehr komische Pferde. Die Nivesen, waren es die Nivesen? Die hatten ihren Reittieren so schier, nicht schier, so kleine Gewebe aus Stöcken unter die Füße gepackt, dass sie nicht so einsinken im Schnee. Das heißt, das waren Nivesen? Nivesen sind kein kriegerisches Volk. Der Dakasim, dürfte ich mir nochmal die Schuppe angucken? Er hält dir die Hand hin, wo die Schuppe draufgelegt hat. Ich nehme sie in der Hand, schau nochmal, halt so ein bisschen noch gegen das Restlicht. Ich glaube, das könnte eine Schildkrötenschuppe sein. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Die Schuppe müsste von einer Schildkröte sein. Aber sowas so weit im Norden? Nun, wo leben Schildkröten für gewöhnlich? Die doziert. Die doziert. Wo finden wir hier Wasser? Sumpf. Am Fluss. Im Sumpf. Gute Wahl. Nun überlegt einmal. Die Geschichte mit den Nivesen war nicht so falsch. Diese Nivesen benutzen diese Fäustlinge, damit ihre Reittiere nicht einsinken. Wäre es nicht denkbar, dies Gleiche mit dem Sumpf zu tun? Ja, man braucht nur eine größere Fläche. Deduziert. Außerdem, wenn der Boden unter einem sofort gefriert, wenn man im Sumpf einen festen Tritt. Und deshalb die sechs Beine. Könnten das Insekten gewesen sein? Insekten. Aber wie soll... Aber sechsbeinig, also... Die Schuppe kommt doch aber von einer Schildkröte. Wie soll das mit Insekten zu tun haben? Ja, aber Schildkröten haben meines Wissens doch auch keine sechs Beine. Aber Schildkröten sind auch keine Insekten. Ja, alles in allem sah das auch nach Pferd aus. Grundsätzlich. Dann passt die Hufform dann nicht mehr. Aber da hatten wir schon geklärt, dass es durch den Anbau kommt. Überleg einmal, diese Ritter sind nicht echt, diese Dämonenritter. Glaubt ihr, dass die Pferde echt sind? Nein. Die haben sich verdammt echt angefühlt, auf jeden Fall. Pferde? Diese Schläge von den Rittern. Nun, weil es Menschen waren. Das tut auch noch ganz schön weh, muss ich sagen. Nun, Täuschung liegt ihrem Wesen zugrunde. Meint ihr, es handelt sich hier um Cantus der Illusionsmagie? Nun, ich denke eher ein etwas profaneres Mittel der Täuschung. Aber wie haben die denn das mit dem Eis gemacht? Das weiß ich nicht. Dies gilt es herauszufinden. Preis liebt die Wahrheit. Es gibt eine Formel, mit der man den Boden gefrieren kann. Eine solche Nutzung wäre mir aber unbekannt. Dann könnt ihr vielleicht einen Kollegen von euch, Kasim, der hier in der Umgebung haust und
Ungutes tut, wahrscheinlich von der nicht weißen Gilde. Ja, ich habe Kollegen, nur ich fürchte, die sind sehr weit weg und nicht hier. Ich wirke mein Udem Arcanum Sichtbereich Richtung Tor auf die Fußabdrücke. Könnten es vielleicht... Naja, sie haben Schildkrötenschuppen, sehen vom grundsätzlichen Körperbau, wenn man von den zusätzlichen Beinen absieht, aus wie Pferde. Vielleicht irgendeine Form von Mischwesen? Vielleicht sind es Echsenmenschen. Sollten vielleicht mal die Torvala irgendwie, naja, ich sag's ungern, bei Boron anritzen oder sowas. Torvala anritzen? Schon aus allen Löchern. Eine grundsätzliche Examination ihres Leibes täte vonnöten. Ja, okay. Bitte beiseite. Ich stelle meinen Arztkoffer hin und fange an, die Dinge auseinanderzunehmen. Ich hoffe, die Rüstung, nicht die Menschen. Also, ja. Wenn wir durch die Rüstung durch sind, schauen wir, was da über ist. Wenn ihr den Rest der Rüstung abblättert, könnt ihr tatsächlich etwas erkennen, was zuerst Tau auffällt, was aber Travigor und Kasim wiedererkennen können. Ein Schild, eine Tätowierung auf dem Oberarm. Oh. Ein gutes Au. Wir haben solche Leute, glaube ich, schon mal gesehen. Ist das dieselbe Tätowierung, die unsere Verräterin hatte? Korrekt. Askren. Vor einiger Zeit hatten wir eine Mission. Wir sollten etwas zu einem Ort bringen. Eine Verräterin war unter uns. Wir konnten sie stellen. Sie war auch eine Torvalerin und sie hat... Sie hat erzählt von Torvalern, die angegriffen haben. Und sie hatte diese Tätowierung. Wir konnten sie von ihrer Seele separieren, sprich töten. Möge Zaya ein neues Leben schenken. Besser nicht. Ode Makanum Senserei herrscht hier ein Hauch von Zauber. Man dreht sich mal um, wenn der Kollege da die Spuren magisch examiniert und wartet auf seine... Ach, in einem Augenblick kann ich mich dann wieder zu euch drehen. Sowohl die Spuren als auch die Schuppen, die in manchen Fußabdrücken zurückgeblieben sind, sind deutlich magisch. Also, was wir auf jeden Fall schon mal sicher sagen können, ist, dass es sich um kein profanes Pferd handelt oder auch nur ein Pferd, wo man seitlich übrig gebliebene Gliedmassen rangehängt hat. Die hat jemand magisch gebastelt. Gab es dämonische Reststrahlung? Das habe ich nicht gesehen. Wir sollten umgehend aufbrechen, um diesen unheiligen Zauberei ein Ende zu setzen. Ich sag's ungern, aber... So sollten wir nicht morgen früh aufbrechen bei Praios Licht und Licht ins Dunkel bringen. Ritter Travigur, ihr spricht wie immer recht. Alles kann nur besser werden in Praios Licht. Zur Zarstunde. Ihr könnt dann erkennen, wie Perdin nochmal zu den Toten geht, sich ein Stückchen Stoff abreißt und dann an seiner Brustplatte das Blut weg. Wischt und dabei leicht rumzetert. Ja, scheiße. Das Blut, das muss weg von meiner Rüstung. Das geht doch nicht. Meine schönen Farben von meinem Holzharnisch. Ach, scheiße. Hätte ich mir besser aufgepasst. Rot ist auch eine Farbe. Ja, aber die passt nicht zu meinem Gelb. Die passt nicht dazu. Ich werde mich auch waschen müssen. Als Antwort schaut Kasim durch das Tor. Brennt das Dorf noch?
Ja, wenn ihr euch weiter umblickt, Geron hatte das eben wohl auch schon festgestellt. Ihr könnt sehen, wie einige Dorfbewohner überlebt haben. Ihr würdet sagen, auf der Straße stehen mittlerweile 5 Leute, die eine Eimerkette zum Fluss gebildet haben. Und jetzt versuchen die vielen zahlreichen Gebäude noch zu löschen. Alle sind verrußt, verdreckt, entkräftet, blutend und viele Gefallene und noch mehr Verwundete, die ihr auf der Straße sehen könnt, die dann wohl nicht mehr dazu bereit sind zu löschen. Aber man versucht zumindest den Rest vom Markdorf Lehnhof zu retten. Um euch herum aber nur Leichen. Ich in Namen Preis, lasst euch helfen. Ich muss einmal greifen und mich da auch in die Eimerkette einreihen. Ja, ich fühle mich dann gut. Ich helfe den Leuten auch mal lieber. Ich würde mich natürlich auch anschließen, wenn alle dorthin laufen. Ja, also könnt ihr durch den Rest vom heruntergebrannten Markt dann gehen, euch den Dorfbewohnern anschließen und bis zum späten Abend in die frühe Nacht hinein dann löschen und versuchen, die Ruinen so weit herzurichten, dass man die Verwundeten und Verletzten dann dort wieder hineinbringen kann. Zum Glück ist es noch Rondra, aber es wird sicherlich demnächst sehr kalt und dies ist ein weiteres Dorf, der Wildermark, was gefallen ist. Was lange Zeit wieder aufgebaut werden muss. Vor allem Tau kann hier mit seinen magischen Kräften und mit seinen heilkundigen Händen helfen, die zahlreichen Verwundeten zu versorgen. Ihr bekommt eine Unterbringung, die hier nicht mehr zur Taverne gehört, aber wohl eine der Stallung ist, sodass ihr dann in dem wenigen Heu, was noch übrig geblieben ist, euch hinbetten könnt. Wollt ihr noch etwas tun, während ihr ja löscht oder dann irgendwann abends, nachts in Stroh fällt? Ich würde gerne noch meine Rüstung reinigen. Ja, widerlich Blut. Die anderen haben natürlich recht, dass du das Rot auch eine Farbe ist, aber es gehört natürlich zu anderen Stämmen. Und gut, wenn du Gelb trägst, kannst du kein Rot tragen. Das ist natürlich verboten. Oder außerdem ist es hässlich, gerade wenn es dann irgendwann schwarz wird und dann fängt dann diese Rostfarbe anzunehmen. Vor allem noch mit dem Rauch und dem Ruß dazu, total hässlich. Absolut ekelhaft. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geron, magst du noch was tun? Ich, wie gesagt, ich helfe bei der Eimerkette und dann gegen Abend würde ich mich zumindest noch zu einem Gespräch zu meinen Begleitern dazu gesellen, da ich bereits festgestellt habe, dass ich mit meinen magischen Kräften aktuell wenig helfen kann. Der Preot wird sich nicht helfen lassen. Beim Travia-Geweihten hat es das letzte Mal nicht so gut geklappt, den kann ich noch nicht ganz einschätzen. Und die anderen drei hatten sich ja selbst geholfen. Stimmt, du hast festgestellt, dass Travigor eine unglaubliche Phobie vor der Magie entwickelt hat. Ob das durch dich kommt oder ein anderer Effekt das ausgelöst hat, könnte man natürlich erfragen. Vielleicht hat Travigor ja schon einige Erlebnisse gehabt.